ligt natuurlijk. Zimmer in beeld. Toen nog iets duurder zo. Also, dit is heiss, ich bin Praktikant für Nachlässige. Also, dann herzlich willkommen zum ersten Watsons Spielgruppe. Ja, das sind wir, ich, Philipp. Und mein werter Kollege Praktikant, der Yves. Genau. ich gebe das Gerät gleich mal dir, da ich spiele schon gespielt habe. Wir zocken heute die Order 1886. Ja, du als Xbox-Spieler hast jetzt eher, kannst du mal gerne anfangen. Ja, ich fühle mich zwar, als ob ich Microsoft verraten würde. Ja, ich sage dir, deine Xbox, die läuft zunächst mal nicht mehr. Ja, jetzt machst du die Idee. Ja, okay. Warum sieht das nicht mehr? Also. Fortfahren. Genau. Du hast dich etwas gehört über das Game? Ja, ich habe gehört, es ist so ein bisschen Steampunk-mässig angesiedelt. Es ist optisch sehr ein ansprechender Shoot. Aber storymäßig habe ich keine Ahnung. Dann schauen wir doch mal, was uns da erwartet. Genau, ich habe es schon mal irgendwie so einen Summer-Player, habe ich zuerst mal gespielt. Und genau die gleiche Anfang, das ist das dritte Mal. Du wolltest uns doch nicht etwa abkratzen, oder? Wie wär's mit einem Nachschlag? Ja, ja. Also die deutschen Sprecher habe ich immer das Gefühl, es sind immer die gleichen. Ja. Irgendwie, ich kann sagen, ich habe das Gefühl, ein Zähne. Und die müssen einfach alles betonen. Das ist so furchtbar. Dann stellen sie es anders. Also wirklich komplett dunkel gespielt und hat immer noch ein bisschen das Gefühl gehabt, sehr geil. Ja, das ist schade. Ja, das ist typisch auch sehr gut. Ja, ja. Komm, komm schon. Hoch mit dir. Ja, ja, immer die Pop-Szene. Ja, sie glaubt, sie reflektiert das Mühe. Ja. Bitzli. Komm schon. Schneller. Sehen wir zu, schaut es mich nicht. Klingt für uns. Oh je. Das ist natürlich extra schön. Ja. Das sind wahrscheinlich nicht unsere Freunde. Sie sind keine. Ja, jetzt so. So, und jetzt? Bereit für Morgenbad, Milo. Ja, Party geht weiter, ne? Sollen wir da noch eine Stunde Zeit haben, ne? Dann die Sequenzen haben sich frisch gemacht. Ne? Habe ich dir nicht gesagt, du bist jetzt noch eine Stunde Zeit. Ah, oh, nein, das ist schnell erwähnt, aber ist okay. Mach ich ein Game, oder? Ja, so weitermacht, hört er nicht mehr lange drauf. Na los, sag mal, jetzt. Wenn man so wenig spielt, wird es schlecht. Das ist super. Ja, ja, ich bin ganz geil von. Ja, das war doch gar nicht so schlimm, oder? Und weiter geht's. Warum ist ganz klar Meter drin? Ja, was soll ich denn? Und man darf nicht um. Das ist der Schnaps noch. Du bist ja schon so weit. Komm, komm, Zeit. Steck ihn wieder rein. Keine Fälle! Hast du kleiner Scheiße! Oh! Nehmen wir die gute Quick Diamonds. Ja, drehen wir schon wieder das Problem. Drück X zum Ertrag.
Aber auch so grafisch ist ja schon. Aber ich finde, was ich ganz gefunden habe, sieht recht geil aus. Aber es hat immer so ein bisschen. Sie sieht immer so ein bisschen schummrig aus. Es ist so wie so ein Dunst. Ja. Und einerseits ist es vermutlich schon so zum. Das ist, glaube ich, schon ein Stilelement. Genau, aber ich frage mich auch, wie viel damit Grafik mitkommt. Ja. Yeah. Und dann die beiden Balken oben und unten. Das ist echt ein bisschen unnötig. Ja, schade eigentlich. Ich meine, wenn du mehr Bild hättest, oder? Ja, vor allem, wenn du einen grossen Fernseher hast. Ja. Aber das ist eine coole Sache. Und ich meine, ich kann ich habe es schon durchgespielt. Ja. Ich glaube, die normalen Leute haben vielleicht so 5-6 Stunden. Okay. Und, was ja eigentlich gar nicht so viel ist. Ja, vor allem, weil es nur einen Singleplayer eigentlich hat. Oder? Ja. Aber ich habe mich eigentlich noch gut amüsiert. Es war nicht außergewöhnlich, aber es war witzig. Also, Du läufst so unsicher? Ja, ich weiß nicht. Eventuell ist es. Du musst natürlich nicht mehr kaputt oder so. Du musst gerade links nicht anfangen. Ah, schau mal. Ja. Das ist einfach Zucker. Ja. Haben wir ja nichts. Ein bisschen tauchen da. Ein paar Schlücke Wasser rein und dann so etwas. Nein, das geht nicht. Was ist das, der weiße Punkt dort? Ist es so zum Kennzeichnen? Ja. Das ist eine super Mechanik. Jetzt musst du es zuerst anschauen. Jetzt musst du den linken Sticker drehen, um das zu machen. Okay, ja, wohl. Nein, sieht toll aus. Dann drücken. Und drücken, das ist so ein bisschen. Ich finde es dort super geil aus. Ich meine, ich habe mit Rücken noch nie so einen detaillierten Knall gesehen. Ja. Und man sieht nach dem Spiel noch so, noch bei diesen Sachen kannst du anschauen, aber es hat nie einen Zweck gehabt. Es ist einfach immer. Und bei den Waffen ist es noch so gegangen, weil irgendwie denkst, ja, das sieht schon geil aus. Sie hat das sicher auch Mühe gegeben, um die Designen, aber findest du trotzdem. Ich kann jetzt nicht einfach wegklicken. Nein, dann drehst du es noch und dann drehst du es noch nicht und dann möchtest du es sie weglegen. Ja, bitte. Ja, das ist schon speziell. Oh. Und wunsch. Vielleicht kann ich umlaufen, wie wird der jetzt da durchkriegen? Indem du X drückst. Ah, X drückst. X ist Antwort für alles. Okay. Wenn du jemanden tränken, drückst X. Wenn du Lantern drückst, drückst X. Korrekt. Ja. Es geht schleichend voran. Gut, hä? Wer wird wörtlich? Haltet zum Überqueren und Töpfe. So gut, machst du das? Wie im Großen. Das ist mir auch aufgefallen, wenn ich das. Mich stört, hat nicht so gestört, aber so alles ja, man hat schon das Gefühl gehabt, mindestens die Hälfte, oder mich sagen wir wirklich, grob gesagt, und grosszügig gerundet 40% der Zeit spielst du nicht. Ja. Hat dich das Gefühl. 40%? Ja. Es hat ganze Kapitel, es hat glaube ich irgendwie 16 Kapitel gespielt. Okay. Gewisse Kapitel spielst du gar nicht, nur so 20. Und dann das nächste Kapitel. Ach, wirklich? Ja. Das habe ich auch nicht erlebt, dass das ganze Kapitel eine Konsequenz ist. Also wenn ich das jetzt so zusammenfasse, dann von 5 Stunden Spielspaß sind etwa 2 Stunden nur so fein. Ja, das stimmt, zwar ist man noch nicht unterlegt. Ja, aber irgendwie, also. Ich meine, nur schon jetzt, oder? Wenn ich mal. Ja. Jetzt ist die Hälfte der Zeit.
nicht am Abend gespielt, oder? Das war klar, aber noch nie geschossen. Genau, jetzt spielst du schon nicht, oder? Ja. In Ordnung, Mann. Ja, es ist schon top. Also, aber rein grafisch. Rein! Zumachen! Zumachen, das zieht. Lass uns doch erstmal reden. Da geht's nichts weiter. Das bist du, oder nicht? Der Häftling, von dem alle sprechen. Ich fahre jetzt hinterher. Du bleibst da. Führt nur ein einziger Weg raus. So gut wie tot, das bist du, mein Freund. Besser wird es die Katakomben nie verlassen. Halt dein Maul! Schon gut? Schon gut. Ist deine Beerdigung, nicht meine. Schon gut, der provozieren und drauf wieder haben. Ja, ja, gut. Aber du kannst Munition drin. Komplett durchschaut, ey. Ja. Ich muss das einfach ein mit dem linken. Ja. Es ist gut, dass die haben gewartet. Ja. Ja, das ist voll. Jetzt ist gerade was für uns. Jetzt zum Bürger. Eigentlich, wenn du viermal so Zeugs gespielt hast, jetzt wird schon immer irgendjemand kabern. Aber immer so, okay, zum Bürger. Ich hab fast vielleicht einen Bürger möglich. Ja, genau. Ergeben Sie sich, Monsieur. Das war mein letzter Warnschuss. Wie meine ich, letzte Warnschuss? Tatsache! Hände an den Kopf! Sie haben den Orden betrogen. Niemand entzieht sich der Strafe. Sie vergessen, Lord Kanzler. Ich bin doch schon so gut wie tot. Ich weiß jetzt nicht, ob ich mich einfach, weil ich zu Englisch kenne, nicht mehr so drin einsetzen kann. Auf Englisch hat man es wirklich gut gefunden. Die irgendwie. Ich habe das mir schon ein paar Mal gefallen, ich finde die englischen Sprecher, die haben irgendwie mehr Elan. Ich habe das Gefühl, die können sich wirklich vielleicht mehr in den Huren Fantasy mehr hineinversetzen. Und bei den Deutschen ist es einfach eine Rolle. Und ich habe gespürt immer, dass er eine Rolle spielt. Das kann schon sein. Ja. Ich glaube, aber auch die Tonqualität ist einfach auch besser als das Original. Ja. Obwohl ich ja bin, dass wir ein Studio machen, oder? Ja, gut. Ich höre dich, Percival. Machst du einen kleinen Spaziergang im Park? Geht nichts über einen frischen Londoner Morgen, um den Kopf freizukriegen. Mach ruhig mit deiner Körperertüchtigung weiter. Ja, ich kann schlafen. Aber uns wurden mehrere Ziele am Kopfnachhinein bestätigt. Wie lauten die Anweisungen? Triff dich am Verein des Indienhauses in Rain und Lafayette und halte die Bedrohung auf. Kannst du für mich ausspielen? Fragt das auch nochmal. Haben wir die Synchronstimme kennt? Ja, also. Ich wollte jetzt überlegen, von wem der. Das ist doch die von Nicolas Cage, oder? Gut. Schätze die Situation vor Ort ein und sei vorsichtig. Hat Nicola dich mit Waffen versorgen?
Ja. Essex M2 Falcon. Gut. Das XD-Geschütz des Falcon. Hast du doch keinen Deutsch? Das Film auf Deutsch? Weißt du? Ja. Ich weiß nicht, dass Sam Fisher, glaube ich, die gleiche gehabt. Auf Deutsch halt Kronstil. Ja, genau, von Desmond Percival, oder? Das ist echt. Also ich habe nicht das Bild, er ist von einem bekannten Schauspieler und den Namen synchronisieren. Irgendein Actionstar, müsste doch sein. Aber ich meine, das jetzt wieder, man sieht ja super aus, oder? Aber du kannst es nicht weglegen. Ja. Ja, ich finde es gut, dann ist auch gut. Verstanden. Stehst du zu uns? Ich muss mich jetzt noch um etwas kümmern. Wir sehen uns später. Bin unterwegs. Jana hat Ende. Ah, das ist wieder schwierig. Was ist das? The Order, sind wir im Spiel? Ja, The Order. Sind wir mit der? Ja. Ja, ich sehe, wir können nicht mal in der Ruhe. Ich kann nicht mal in der Ruhe arbeiten. Das ist immer traurig. Es ist streng am Arbeiten, wenn man von der IT wieder irgendwie aus der Mission rausgerissen wird. Das war voll drin, oder? Ja, ja. Das ist echt, wo ich Gebäude bin und nicht im Land. Genau. Das ist wirklich. Sieht gut, gell? Ja, optisch ist super. Hey, look. Wolltest du es vielleicht nicht auslegen? Kann ich nicht das Schaf auf Werk und sieht es gut. Nein, wenn es nicht weißes hätte, kann man es nicht abdrücken. Das würde ich echt glauben. Ja, stimmt. Und ich spreche bei der Sully. Gut, du hast Uncharted nie gespielt, oder? Nein. Bei der Sully ist ja der Kollege von Nathan Drake im Uncharted. Aber ich habe Uncharted nie auf Deutsch gespielt. Von dem her kann ich das gar nicht beurteilen. Ich weiss noch, dort der englische Sprecher ist der. Jetzt bin ich gerade selber nicht sicher. Es gibt Dinge so im Englischen, aber im Verlauf. Es hat in letzter Zeit immer so zwei Sprecher gegeben. Eine Zeit lang immer einen. Und jetzt ist ein anderer, und der ist praktisch überall. Also ja. Bioshock, Last of Us. Es ist immer der gleiche. Jetzt habe ich seinen Namen vergessen. Ja, können wir Zeitung lesen, ehrlich. Ja, aber du kannst sie wirklich lesen, eigentlich, oder? Aber ja. Einfach, das interessiert auch niemand. Das ist auch ein bisschen schade. Du findest nachher häufig so Sachen, kannst auch umkehren und so, das bringt dir nie etwas. Nie irgendwie ein Hinweis oder irgendwo, wirklich gar nichts. Das verstehe ich dann wiederum nicht, oder? Verschwendet das Potenzial. Nicht einmal, also ich habe nicht einmal gesehen, dass es Achievement so sollte für dich. Das finde ich auch, das ist doch das Minimum, oder? Ja. Oder kannst du dann umdrehen, oder? Ja, der Troy Baker, genau, den habe ich gemeint. Das ist der im Englischen, oder? Der ist momentan im Englischen, ist der einfach überall drin, wirklich der Kurzfrans. Aber den finde ich auch gut, weil der kann irgendwie. Der denkst du auch in Stimme breit. Ja, der gute Range. Ja, wirklich, zum Teil kennst du den wirklich nicht. Und dann, ja, das ist wirklich. Der ist wirklich selbststark. Und ich glaube, Christopher Nolan, oder ist das der Regisseur? Das ist der Regisseur. Der andere heißt aber ähnlich. Voll. Aber der andere Sprecher, der auch noch mehr bekannt ist. Und ich glaube, im Batman neuen sind dann wieder drin. Und das finde ich bei uns auch so etwas schade. Du kommst so Tonbänder rüber, aber du kannst sie nicht hören, während du weiterlebst. Du musst ins Menü gehen und dort die anhören. Ah, wirklich? Ich gehe runter auf die Straße. Und ich meine, während dem bringst du irgendwie ein Spiel. Ja. Außer ich bin zu blöd, um es herauszufinden. Aber dort ist, du kannst hören und sobald du wegwechselst, kommt es weg. Das ist so. Habe ich nicht verstanden. Kann man da schneller laufen? Ja, du musst irgendwie einfach deinen Stick reindrücken. Aber an gewissen Orten geht es nicht. Ja, zum Beispiel in Häusern. Genau, du musst drüber, du musst dort drücken, das ist gut gewesen. Du musst einfach. Du musst nicht rauslaufen. Bei so vielen Details verliere ich mich nicht. Genau, du musst einfach da drüber kommen, weil so läuft man in der Zeit. Ha! Ui. Das ist auch noch Licht. Weißt du, darfst du in den Häusern nicht rennen, aber darfst du von Geburt zu Geburt um. Ja, das ist das gehört sich einfach nicht, dass man das hat in der Schule gelernt. Die Gang wird nicht gerannt. Das ist einfach konsequent. Ja, jetzt müssen wir uns kehren. Ruhe. Gut. Doch nicht so zu. Was Neues von Lafayette? Negativ. Hier auch. Wahrscheinlich ist der Einsatz in guten Kontakt.
wäre. So. Ich weiß, was. Jetzt ein komischer Grafikfeind. Wenn du so willst. Ich habe jedenfalls keine Zeit. Nein, die letzten Kante wird ihren Posten. Aber ist es einfach der Fernseher, aber es ist nur komisch. Ist mir jetzt nie bei meinem Ding nicht aufgefallen. Das ist wahrscheinlich nicht die Person, die wir treffen. Er ist wirklich irgendwie. Aber jetzt schon ein bisschen mehr Sachen einbauen. Irgendwie. Es ist ein extrem lineares Spiel. Es ist kurz, schwitzig, aber einfach so, es hat einfach so ein vor allem zu wenig. So ein bisschen, ich finde es fertig mit neuen Mechaniken. Also, es ist einfach, ist einfach okay, oder? Es ist einfach okay, Spiel. Oh, da kommt man Hunger rüber. Nur mal. Ja, du. Schwein. Da geht es wahrscheinlich nicht durch. Ja, aber schön, gehst du es nicht mal schauen. Ich nehme nicht die ganze Design, oder? Wie gut, dass du sie jetzt bist. Ich dachte, vielleicht kann ich es oben verklettern. Ja. Aber. Dort hat es nicht weißes gehabt. Da, ja, stimmt. Vor dem Kleber hat es auch nicht weißes gehabt. Ich kann nicht drüber runter. Ja, und du kannst da wieder etwas Schönes anschauen. Das hat Sinn gemacht. Sehr schön. Aber ich wirklich, man hat schon mal ein Spiel erlebt, wo man alles so Zeugs anschauen kann und das ist für nichts. Nein. Aber weißt wenn du, 5 Stunden Spielerlebnis hast, dann musst du irgendwie noch etwas einbauen, was das ein bisschen ausdehnt, oder? Ja, wirklich, das ist mir das Recht. Also, ich meine, ich finde wirklich, wenn es Achievements gibt, das ist so das Billigste, oder? Dann denkst du an dich, du denkst an dich, du sammelst so noch Zeug für das Achievement. Aber ja. Ich meine, gut. Und meistens bringen dir die Achievements ja nichts. Genau, aber die Leute finden die Achievements so geil. Dann verstehst du irgendwie. Wie kommt es, dass du so schnell hier bist? Ja, extrem nah sind wir. Ich gebe zu, für einen Mann deines Alters bist du sehr schnell. Kein Ritter wird gern von einer Dame an seine Schwächen erinnert. My Lord, so etwas Herzloses könnte diese Dame doch gar nicht tun. Sicher, Izzy, würdest du nie tun. Um was geht es? Ein paar Irre laufen amok. Percival glaubt, es könnte eine List der Rebellen sein. Na, hoffentlich hast du nichts verlernt. Denk dran, wer dich trainiert hat. Er war der Beste zu seiner Zeit. Wahr. Du bist noch ziemlich gut. Aber ich bin besser. Das ist ein Spacki, Junge. Das ist mir genau so richtig mit dem Praktikanten. Sag das. Verstanden. Na los, Gray. Gehen wir. So, jetzt geht's dann noch länger. Axion! Zeit mal umzuschießen. Was für Stück will ich von der Rennung? Jetzt, Der linke Maschine drückt man, und die Mann kannst du schon rein. Oder nein? Nein, nicht. Das ist eigentlich R3. Aber das ist einer, dass du den rechten reindrückst. L3 ist der linke Stick reindrückt und R3. Irgendwie. Wie heisst denn die bei der Xbox? Ich weiß, das sind nie wie Taschen heisst. Ja, Control Stick, keine Ahnung. Aber das kannst du sicher rein, wenn du drauf bleibst. Und so. Sobald wir drin sind, lassen wir Karten mehr durch. Sicher, dass Sie keine Hilfe brauchen? Hast du gesagt, die Bewerbung aus dem Game kannst? Nein, sehr das schön. Das wollen wir noch mal reden. Also, ich kann es eh so mit Tetris. Candy Crush, das habe ich gemeint. Die üblichen schießwütigen Söldner. Die Vereintes Indian Company will enthusiastische Handlanger. Das Letzte, was wir brauchen, ist ein Haufen Söldner, die noch mehr Chaos stiften. Sie haben den Befehl, alles abzuriegeln. Oh. Das sind drinnen so Sachen, wo man eigentlich nicht reingeht. Aber sie lernen es einfach nie. Sie darf sie rennen und ich nicht. Ja, dass sie bei dir so ein Stöckchen aufhoffen. Sind du doch einer von denen, die ich mache? Das ist der linke. Eben, hä? Aber es ist ein bisschen mühsam, muss schon. Drauf bleiben, oder? Ja. Yeah. Weiß ich nicht. Ja, du. Alter, Herz, Entdeckung! Jetzt ist hier irgendwie das Ziel rechts schiessen. Aber also, machen ist auch geschiessen. Und was darf ich hören? La Pistola.
Ja. Stop the machine, oder? Oh, nein, nein. Alles klar. Genau, du musst ja erst mal denken, sowieso die moderne Tafelgruppe. Tafelgruppe. Genau, Arthurs. Arthur sind die. Verschwindet von hier, sucht nach Waffen! Das ist die Alphanie aus London. Und das sind die Ritter. Das wäre so. Los geht's hier, Bastarde! Genau. Flüchtling erledigt. Sehr gut, bitte schön. Mehrere Entflohene kommen aus der Gasse. Doch, ein Tag los. Hey, muss ich mal. So musst du jetzt. Du hast. Nachher kommst du so eine Spezialfunktion über, so dass wie so im. So Zeitlupe, dann kannst du so Ding am Schiessen, wie es halt so häufig geht. Ich kann es einmal gemacht, aber dann nicht mal im Blatt denken. Das ist dann gut. Und man braucht es nie. Okay. Aber das zeigt auch so ein bisschen, wie sinnvoll die Funktion ist. Aha, streck es halt wieder. Das ist eigentlich so etwas. Ey. Wenn wird mal künstliche Intelligenz besser, dass das nicht mehr funktioniert. Dass du einfach hinziehen und warten kannst, bis eigentlich auf das streckt. Das kann doch immer nicht sein, oder? Ich weiß nicht, wenn es das erste Game gegeben, wo das auch gemacht hat. Wie du dich hinter mir drin steckst und die anderen haben ihre Kopf drin. Das ist sicher schon 10 Jahre her. Ja. Jetzt mal. Das ist klar, ne? Aber gut. Ich habe wirklich irgendwie hat sich so die künstliche Intelligenz hat sich irgendwie so im Menschen getan. Hast du mal Crysis mal gespielt? Ja, habe ich mal gespielt. Und das erste muss ich auch ist das wirklich so irgendwie. Das ist wirklich noch ein bisschen intelligenter reagiert, irgendwie habe ich gefunden. Ja. Ich meine, ich habe es jetzt schon ewig nicht gespielt, oder wir nicht, dass alle anderen auch so machen. Aber ich habe das Gefühl, gerade irgendwie hat sich so versucht, rumzulaufen und irgendwie hat ich mal durch die Granaten rausgelockt. Und da irgendwie. Es gibt so Shotgun-Heinz, die das auch nicht machen, aber. Ich lade nach! Ja, aber eigentlich kommt da ein bisschen schwer spielen, dann ein bisschen clever. Ja, das ist einfach nicht gut. Also gut, der erste, der heute ist, der dritte ist wohl einfach besser. Ja, ich hätte jetzt einfach irgendwie nicht mehr. Ja, jetzt hätte ich mir erstmal an für sich machen können, weil. Einfach, das stirbt im Spiel wirklich einfach so gut wie nie. Ja, ich glaube, ich bin nur der erste. Mach mal Druck. Ja. Genau, weißt du, du kannst sogar, wenn es dich dann mal hast, dann hast du das Tränkchen. Und sonst sind Checkpoints extrem in extrem langen Block gesetzt. Vor allem, ich wüsste ganz genau, dass die Leute Angst bei dem Quicktime-Zeugs. Das kann man nicht mehr. Du kannst auch aus der Stelle. Die große, die man kann. Das ist auch das Bären. Ah, ich hätte noch einen. Scheinbar hat die Entwickler gesagt, sie könnten das Spiel hätte schon schwerer machen, so die KI intelligenter. Aber dann würde das Spiel Spaß machen. Das ist ein Schweizer Zitat. Da wäre das dümmste Zitat, das ich je gehört habe. Also wirklich. Das macht nicht so viel Sinn. Ja, also gut, ich meine, wenn sie einfach so ist, dass es schwierig intelligenter agiert, das wäre schon mal cool. Ja. Weil das. Also ich kenne es wirklich nur so, dass. Auf schwer einfach besser treffen und nicht einstecken. Das ist eigentlich meistens, ja. Was ich dann immer eigentlich. Ich finde, es macht meistens nicht so Spass. Ah, das sind verschiedene Pistolen drauf. Ja, genau. Munition aufgenommen. Für Munition aufnehmen musst du einfach drüber laufen, oder? Ja. Also der Entwickler von Battlefield hat das schon gesagt. Ja. Wie meine ich, das sind die. Ja, also ich weiß auch nicht. Ich glaube, das sind nicht die Ausreden. Weil ich glaube, das ist nämlich einfach auch schwierig. Intelligente Gegner zu machen. Ja, schon gefühlt. Und verdammt! Oh. Jetzt wird's tricky, ja. Ja, so schwierig. Ja, und schon warten, wie sie dort kommt. Das sind ja auch die, das sind immer die liebsten Games. Die Tür, ich kann nicht aufmachen, weil du bist noch nicht da.
Captain Jolla einfach nur trägt. Nee, drin sind noch mehr Verrückte. Ui! Jetzt musst du einfach ein Reis drücken. Dum, dum, dum! Du musst nur ein Reis drücken, musst nicht zielen. Ja, ja, ja. Ich drücke immer das, drück das Falsche, obwohl es ja völlig logisch ist. Zählst du links, dann ist es schlecht. Warte mal, R1 und dann immer, wenn ich das so mit Teufelschuss. Und dann, wirklich, ich spiele sie auch schon lange auf die Konsole und wirklich, trotzdem ist immer so. Und dann 1 und 2 einfach oben und unten. Ey, ich kann es nicht, das ist mir. Ich spiele auch trotzdem zu viel PC. Ich spiele das. Ist okay. Verdammt! Sag ich brauche es noch. Übrigens, das Ding ist nie leer. Das ganze, ist ja groß. Genau, das ist, ja, ich habe das ganze Spiel gedacht, das ist sicher nicht leer. Sie schlachten sie alle ab. Bereit? Erledigen wir den Abschau. Den Abschau. Brauch Granaten. Okay. Du scheißt das mögen. Rauch unterwegs! Also dann, los geht's! Sind die halt auch kaputt? Sind die einfach wieder da, ne? Ah, ja, brauchen wir jetzt nur so lange. Ja. Also, sind die Welt hier mit der Aufnahme gehabt? Ja, die sind weg. Die sind so voll. Gerne, jetzt kannst du den Kronleuchter abschliessen. Probier mal. Geht sicher nicht. Geht nicht. Schade. Ja, mit Tiger unter Statue ist nicht, oder? Genau. Power of Three. Ja. Ja. Ist das vor? Wo es dafür gekoppelt ist. Wird überbewertet. Wir sollten den zweiten Stock räumen. Wäre geil, so muss ich holen. Bist du soweit mit anpassen? Das war doof. Ganz normaler Morgen in London. In der Tat. Ich hoffe, das war erst der Anfang. Vom Ende. Ladies first. Zeig den Krieg ein und komm nur füllen und dann auch. Ja, sie behaupten selber, sie ist die Beste. Ja gut, das stimmt. Wir können mal ein paar von den Reichen abknallen. Schon gut. Ja, schau du. Für sie ist das Blätter sein. Ich muss einfach nicht sprechen. Ja. Hallo, geht's? Ja. Mir legst du die große Umgebung. Ziel erledigt! Ziel erledigt! Das ist ein Drohnen. Das ist ein Drohnen.
neutralisiert. Rennt da, schießt schon in Tanten. Okay, ja. Raum sicher. Ich bin gespannt, im Englisch hat er zwar wirklich Französisch geredet und Köche untertitelt. Ja. Oder ist noch gar nicht? Monsieur, ich muss mich um diese Dame kümmern. Okay. Ich muss mich um Ihre Aufmerksamkeit wird woanders erfordert. Ja, die Franzosen. Aber ich glaube noch, hat sie irgendwelche. Spanisch? Ja. Aber ich glaube, sie sind alle im Stand. Oh, ja. Sie dürfen jetzt nicht gehen. Meine Dame. Nein, ich muss gehen. Indisch? Ja, Indisch ist gut. Habe ich cool gefunden. Aber das verstehe ich irgendwie nicht. Ja, so möglich ist jetzt gar kein Untertitel, auch dort, oder? Aber sonst, ich meine, ich finde, bei dem könntest du einfach automatisch einen Untertitel einblenden. Ganz einzeln, oder nicht? Das ist mir nicht aufgefallen. Ja. Das liegt daran, dass Sie kein Franzose sind. Sie sind der amerikanische Franzose, der mir hier begegnet ist. Meine Geliebte ist die Freiheit, mon ami. Ein echter Ritter ist Leidenschaft, Monsieur. Ohne Leidenschaft, Monsieur, kann ein Mann nicht kämpfen. Wir kämpfen nicht gegen Männer, Marquis. Männer, Halbblüter, was ist der Unterschied? Vive la liberté! Vive la liberté! So ein dummer Schatz. Seltsam. Wie seltsam? Seltsam. Ja, ich total blöd auf der Straße. Ja, das finde ich verdächtig. Ja, das finde ich also auch verdammt verdächtig. Und wir gehen wieder noch nicht runter. Platforms. Marquis. Sie und Lady Grey nehmen diesen Eingang. Ich gehe durch diesen und suche nach weiteren Entflohenen. Ja, jetzt habe ich gesagt, ich spiele die Passage noch mal durch und ich glaube, dann können wir den mal Schluss machen. Und das noch mal weiß, wenn es einen guten Teil noch einen guten Cut machen. Danke, Luke. Luftkommando an alle Ritter in der Umgebung von Mayfair. Die städtische Polizei hat nun alle betroffenen Gebiete abgesperrt. Die Sentinels führen ihre Suche aus der Luft fort. Wir alarmieren euch bei jeglicher Sichtung der entkommenen Patienten. Bestätigt. Aber, naja. Aber deutsche Synchro ist okay, nimm so. Nicht so, das geht immer so. Nimm so mein Ding irgendwie. Ja, aber hä? Schaut einfach an die Amish. Ich gehört das schon. Ich habe das nicht. Lafayette und ich haben beschlossen, uns aufzuteilen. Sie, mein Banisch gehört, ist aber nicht mehr unter Deutsch. Aber er ist eben so lange die Option ist. Dann ist so, finde ich so okay. Ah, ja, die sind geklebt. Genau. Das gehört auch so zur Grundausstattung von jedem ja. So Action-Game. Lange lieber nicht, nur.
Press X to jump, to work und klettern. To kletter. Schon vergessen. Die Jugend gewinnt immer. Ja, tü. Schön. Ja, ja. Aber du bist noch nicht gut. Du bist schon Mittelalter. Was ich auch finde, wenn der jetzt wirklich wandert, dann schaut es sehr einfach gut. Ja, gut, würde ich auch. Weil wäre ja spannend. Ja, ist ja auch mega awesome. Und wird viel schwer mit der Wandlung ja schwierig. Ich meine, jetzt zum Beispiel. Ja. Ja, zu schnell, ich glaube, immer zu schnell warten, was kommen wir nicht mehr. Du musst einfach immer X wegkommen, wenn es kommt. Du kannst auch in eine Richtung X drücken und am besten warten. Also ich bin einfach merken, wo gewartet. Und sobald du nicht mehr hörst, drückst du einfach ein bisschen in die Richtung. Und dann lädt er wieder weg, das ist wirklich sehr gut. Und dann wartest du einfach. Das ist jetzt wirklich, das ist die ganze kleine Sache jetzt. Ja, genau. Du musst einfach musst ein paar Lampenschüsse dran. Jetzt kommt er nicht links und rechts. Von der Reise statt. Ist das da, wo du glänzt? Ha! Das ist nicht verwirrt! Ist da eine Maschine? Aber ich stehe warten, wenn du das siehst. Ich finde schon, wie die Kumpel langsam entdecken. Ja. Ui. Au! Ja, ich muss auch sagen, jetzt sieht man es extrem schlecht bei uns. Ja. Das muss man natürlich sagen. Das ist wirklich nicht deine Meinung, das geht. Nein! Kann gar nicht sein, ich meine, das wäre ja auch komisch. Aber du weißt, du schon mal was. Also. Ja, zum Knie laufen. Jetzt ist er tot. Knöpfe drücken. Und dann drücken wir das mal. Ja, das ist dann auch nicht. Nein. Bestätigt das Spiel bei mir! Oh. Seid ihr immer rein. Das ist wirklich lustig, die Linke gerade nochmal an. Nie. Sie geht immer zuerst weg, egal wie du Leute wegkommst. Sie geht immer zuerst weg. Ich sehe ihn gar nicht. So dass ich... Aber er kommt immer, er kommt auch immer dir. Er kommt immer dir. Ja. Ich muss verrechnen, wenn du jetzt kommt er gar nicht drauf liegt. Dann wollen wir ihn anladen, oder? Ja. Nein, wir können auch zum Lassen rücken. Jetzt ist er nicht von dir gekommen, oder? Kannst du einen anzuladen? Nein, es sind dann auch zwei. Du musst aber bitte, also steht er drüber. Oh, dann kommt er nicht. Was ist jetzt? Ja, dann kommt die Dampfe wieder da. Monsieur, waffe dich! Wie passt das? Monsieur, mais monsieur, je vis plus! Ja. Monsieur! Was ist passiert? Die meisten sind erledigt. Der letzte ist entkommen. Igraine, die Bogenkanone. Ich gehe auf die Straße und verfolge ihn. Ionenkanone. Ihr zwei daran, wie kommt schon? Verstanden. Das ist jetzt zum Beispiel so ein Steampunk-mäßig, oder? Ja. Weil, wenn ihr was nicht wisst, Ionenkanone jetzt damals tatsächlich nicht gegeben. Ach, ich sag dir so etwas. 18. Jahrhundert, 19. Jahrhundert. Ja, das ist natürlich. Genau, du musst mir einfach mal laufen. Jetzt kannst du mal das Ding drücken, dann musst du richtig rein. Wie ein grosser. Ja. Famos. Nein, das ist. Famösesten. Ja, das ist ein grosses Ding. Vogel in Lykaner. Spannend. Das ist geil. Lykaner. Das ist fast wie Underworld, oder? Ja, genau. Da kommt wirklich... Vampir gegen Lykaner. Der kommt einfach dort, weil irgendwie ein... Laminator, der... Das ist Sarah Gellerhead. Ja, das ist Sarah Gellerhead. Ja. Das ist ein Vampir im Wald. Ja, kommt gleich noch. Jetzt muss ich analysieren. Lykaner und dann... Auf den Weg! Hat er passiert?
Oh. Aber es ist gut, dass wir das noch sehen. Und es ist gerade wieder wirklich wichtig, wenn sie wissen, dass es ein dummer Quicktime Event du eh nicht abschmierst, weil ist der Checkpoint genau dort. Ja. Unglaublich, oder? Egal, das ist so offensichtlich. Aber nein. Auf den Weg! Ja, nein! Okay, ich muss sagen, ich habe es heute geschafft. Nein, das ist wirklich. Er braucht so lange zum Ziehen. Ja, du kannst, glaube ich, einfach nur einen Freude. Ja, was sagst du? Wie hast du bis jetzt gefunden? Die erste, ich glaube, über eine Stunde haben sie jetzt etwas gespielt. Ja, macht durchaus Spass, aber bietet nicht wirklich gross Neues. Also würdest du es nicht kaufen? Nein, vor allem eben, ich meine, ich weiß jetzt von dir im Vorhinein, dass es 5 Stunden, also ich würde es 5 Stunden durchschnittlich. Und dass etwa 2 Stunden davon Filmsequenzen sind und das wird jetzt nicht zwingend 80 Stunden ausgeben. Wir rechnen mit einem Angriff der Rebellen. Also wir lassen zum Beispiel mit dem Bauern. Grafik ist super, da gebe ich wirklich nicht her. Das wirklich genial. Und sonst ist es, du gehst in den Krieg, schiessst aus dem Krieg. Ich kann mir vorstellen, das ist jetzt zum Beispiel mit der Ionenwaffe, ich kann mir vorstellen, dass es noch lustige Waffen gibt. Hat es aber leider auch gelernt. Es hat vor allem wirklich die und dann hat es noch eine andere, die ja. So ein bisschen genau solche coolen Steampunk sind. So ist es wirklich, wahrscheinlich wie Shotgun ist noch. Nein, wirklich nicht. Und das habe ich auch gedacht, die, wo ich im Prinzip mir. Ich glaube, sie haben die Demo gezeigt mit der einen Waffe und dann haben sie gesagt, ah cool, ist das Game mit verschiedenen Waffen. Nein, es ist die und dann andere. Und dann habe ich gesagt, okay, aber das ist auch nicht so. Ja, sicher, es ist ein gutes Spiel wirklich zum Spielen, aber auch so die 80 Franken, das ist einfach viel. Also ich meine, für 30 Stutz können sie sich überlegen und whatever. Es muss den Preis aus jeder von sich selber entscheiden. Ja, sicher. Aber aussehen, ich meine, alle mal. Ja, also wenn ich es jetzt ausgelernt bekomme, dann wüsste aber nicht, weil ich meine, die Story ist auch, es ist bis jetzt spannend aufgebaut. Du weißt nicht wirklich, wie es weitergeht, du wirst wissen, wie es weitergeht. Dann müssen wir es auch lohnen. Das finde ich, müsste es ja gar nicht unbedingt. Das habe ich dann am Schluss gefunden, es müsste ja gar nicht unbedingt länger sein. Also vielleicht ein, zwei Stunden hätte es noch länger sein, weil es hat nicht so einen richtigen Abschluss. Ja, und dann auch nicht den richtigen Cliffhanger, sondern auch so viel. Das hätte jetzt noch einen Stunde bringen können, dann wäre die Geschichte fertig gewesen. Okay. Also wirklich auch einen richtig komischen Schluss gefunden, oder? Ja. Nicht irgendwie so, fuck, jetzt ist fertig, sondern wirklich einfach so ein bisschen, nicht mit drin, aber schon so irgendwie, wie bei einem eigenen Actionfilm, und dann fällt auch die letzte halbe Stunde. Ja. Ein bisschen komisch entscheidend, um, ja, wie gesagt, hübsche Sache, kurzweilig, aber doch schon ganz lustig. Ja. Ich würde sagen, wir stoppen hier unser Video, unseren Stream und schon mal wieder, habe ich das mal weggenommen. Mit unserer Watson-Spielgruppe. Alles noch kleine Kinder. Ja, also ich danke allen fürs Zuschauen. Ich bin auch Philipp, mit mir Yves, dann ich bin hier mit einem anderen Mal. Und das ist die Order 1886. Tschüss miteinander. Tschüss zusammen. Enden.